Yeah, er ist noch nie so schön reingezwirbelt hier ja. ins Küchenstudio. Schönen guten Abend hier Facebook und da Instagram. Eine neue Folge der Kochen der Trompeter. Und wie es hier schon unschwer erkennen Sie könnt, der Nikolaus ist wieder mit Brad Pitt vereint. Ja, Mann, danke Nikolaus. Hier Brad, hier Nikolaus. Ich begrüße dich, Herr Trompeter. Letzte yeah. Woche warst du leider nicht da. Wo warst du? Ich war im Studio, und im Tonstudio. Ich habe gearbeitet, und zwar mit dieser Band. Heute habe ich mal ein Bandshirt meiner eigenen Band an, schaut euch an. Dreiviertelboot, Diskothek Maria Elend, das letzte Album. Das neue Album wird Plié heißen. Plié. Vier Buchstaben. Plié. Plié. Was ist das Plié? Was ist das? Ist das irgendein Musikding? Nee, das ist so, braucht man so eine Stange. Was so? Das ist da. Ach so, ich filme es mir rundum. Das ist eine Ballerinas. Das ist ein Plié. Oder? Geh ich richtig? Eine Annahme. Nach oben, die Hände. Genau, also Plié, neue Platte, Diskothek, Maria Elend, alte Platte, Dreiviertelblut, geile Band, meine Band. Montag geht's los mit den Gigs. Montag. Was hat das für eine Bewandtnis, dieser Name? Hat das einen Plié Grund, oder meinst ja, du? Warum heißt die Platte so? Weil nämlich alle Musiker haben ein Ritual, dass die, bevor die auf Bühne gehen, wie Fußballer oder sowas, machen die irgendwas miteinander, um sich so einzuschwören auf diesen Bühnenmoment, um die Energie zu zentrieren. Ich glaube, die betet, so wie Madonna, die betet. Betet die? Ja, ja. Nee, so mit der katholischen Kirche, aber das ist ein anderes Thema. Wir beten nicht, wir machen ein Plié. Wir stellen uns im Kreis auf, alle miteinander, alle acht. Sieben Musiker und ein Mischer, das ist der achte Musiker, der Ralf. Und dann, ganz wichtig ist, die Zehenspitzen müssen sie berühren und die Fersen. Und dann machen wir miteinander ein Plié und die Knie müssen sich berühren. Und dann gibt es einen Energiekreis. So, ich glaube, das reicht jetzt mir an Erklärung. Bei Gesichtsausdruck schlagt er schon so, was will der? Einen Energiekreis. Danke, das habe ich auch gehört. So, wir kommen halt was gut, und zwar mit Ingwer. Ich habe mal 25 Folgen der Kochen der Trompete haben wir gebraucht, bis wir endlich mal was mit Ingwer machen. Haben wir so lange gebraucht? Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal eine Einzelfolge mit Ingwer gemacht. Nein, da war Aqua-Ingwer drin, da war Ketchup drin. Der Ingwer des kleinen Mannes. Stimmt, das sagt ihr. I remember mich. Wir machen jetzt mal einen kurzen Zutaten-Check. Yes, dann müsst ihr mal hier rüberkommen. Und zwar gibt es heute Schweinefilet im Parmaschinkenmantel mit Ingwer-Karotten und so rote Beete-Tagliatelle gibt es dazu und einen marinierten Mascarpone. Also wir variieren heute ein bisschen, oder wir variieren warm und kalt zusammen, weil die Mascarpone wird einfach wie so eine Creme auf den Teller gegeben und dann kann man sich das mit der Karotte quasi so runternehmen und kann da einfach so dippen und kann das Fleisch mit rein dippen, ohne dass man jetzt eine fette Soße hat. Weil jetzt kommt langsam der Sommer. Ja, es soll mit schnellen Schritten kommt der Sommer. War das so richtig? Mit schnellen Schritten kommt der Sommer. Und genau. Und da kann man sich das auch als Grillgericht, kann man das ganz gut machen. Mit Grillgemüse dazu und Dip dazu. Und wir variieren das heute mal mit einer Mascarpone-Creme. Da haben wir so den italienischen Moment noch mit drin. Ja, weil Mascarpone, Bella Italia, jeder weiß es. Ja, und in diesen Parmaschinkenmantel, da machen wir uns, kann man Salbei mit reinmachen, dann hat man so diese Saltimbocca-Geschichte. Oder wir legen uns ein bisschen was von dem Basilikum mit rein, das zeigt euch der Dominik, also ich zeige es dem Dominik, der Dominik zeigt es euch. Und dann wird es angebraten in dem Parmaschinkenmantel, kommt in den Ofen bei 140 bis 150 Grad. Bitte vorheizen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt. Und wenn das Zeug da drin ist im Ofen, dann machen wir unsere Karotten, die kochen wir uns in Orangensaft. Ne? Dann haben wir ein bisschen die Säure und ein bisschen den O-Saft dabei. Ein bisschen Koriandersamen dazu, weil Koriander und Karotte, das sind Friends. Dann machen wir einen Knoblauch mit rein, ist klar, meine Knoblauchflakes, die dürfen natürlich nicht fehlen. Dann habe ich mir heute einen Comeo-Pfeffer mitgenommen. Das schaut so aus. Und gibt es bei der Firma Spice for Life. Wir werden nicht gesponsert, also unbezahlte Werbung, muss ich das sagen? Muss man das sagen? Unbezahlte Werbung. Und der riecht leicht nach Grapefruit und passt hervorragend zu den Karotten. Ne? Den schmeißen wir so mit rein im Ganzen. Und dann habe ich hier noch einen flüssigen Pfeffer. Das ist die King of Salt tasmanischer Pfeffer von der Rockin' Chefs Edition. Und der passt hervorragend zu dem Fleisch. Und den tun wir am Schluss ein bisschen napieren, also einfach mit drüber geben. Und dann ist das alles safe. Dann machen wir ein bisschen Rosmarin mit rein.
was man so braucht, um eine mediterrane Küche. Ah, Rosmarin, für mich wieder gleich ein Spiel, das Tannenzäpfle. Und wir haben was ganz was Neues, schaut's mir her. Wir haben, es heißt, es hat einen Namen, es ist The Pink Spirit. Ja. Das Pink Spirit. Ja. Steht auch noch Salvatore Fiero drauf, was das heißen soll, weiß ich nicht. Aber Pink Spirit, ein geiles Ding, oder? Ich begrüße schon mal alle Leute, die zuschauen, Facebook und Instagram. Ralf Grübel, schön, du hast gewunken. Und Olaf ist wieder mit dabei, die Miras ist mit dabei, die Niki ist mit dabei. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr dürft alle, kommentiert drunter. Heute ist Dingsfolge, man darf sich Songs wünschen. Was habe ich vorher für den Jukebox? Genau, Jukebox Hero. Jukebox Hero, the smile. Foreigner, geile Band. Ja. Also, schreibt einfach unten Songs rein und ich werde versuchen, sie einigermaßen anzubringen und für euch zu spielen. So, und jetzt starten wir mit Kochen. Ich mag das Ding gar nicht oben. William Hirsch hat nur kurz, muss nur kurz ein Kompliment an den Salv abgeben. Salva sieht immer besser aus. Thank you. Ja gut, das ist die Frage, wo er so fängt. William Hirsch. Das ist schön, wenn Männer einen beschreiben. Der fühlt sich so gleich so. Ja. Fühlt man sich gleich so. Ja, weil, ja. Das ist dein Pumpbuddy, oder? Nee, der war Küchenkollege. Sehr guter Küchenkollege. Aus Nürnberg. Cool! Die Franken halten zusammen. Fürth ist aufgestiegen, hat es der Club geschafft? Ja, Fürth ist aufgestiegen. Total geil. 60 haben es leider nicht geschafft. Und ich bin total im Eishockey-Fieber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir heute Deutschland gegen Kasachstan angeschaut. Leider verloren, 3-2. Ja, leider verloren. Ja, die haben auch ganz knapp gegen Italien gewonnen. Ich glaube 9-4 oder so. Aber also wirklich knapp. Gestern vorgestern Deutschland-Kanada angeschaut. Das war Wahnsinn. 3-1, was für ein Spiel. Warum tust du das mit so einem Küchentuch abwischen? Ja, weil Feuchtigkeit, wenn du dann später das Ding in die Pfanne legst und die Feuchtigkeit mit Fett, dann spritzt das und dann könntest dich du verletzen. Ja, als. Aber wir hätten alle was zu lachen. Ja, aber nur einmal. Das Ding im Auge ist. Also, das ist ein Schweinefilet, ja. Ein ganzes Filet, oder? Ganzes gibt Filet. Wie viele Filets im Schwein? Zwei, glaube ich, gell? Ja. Immer. Genau, immer zwei. Du hast zwei. Schweine. Also, jeder Mensch hat zwei. Oder jedes Säugetier hat zwei. Also, für ein Filet stirbt ein Schwein. Deswegen müssen wir das immer bewusst machen. Man muss. Ein halbes, oder? Bitte? Wenn das Schwein zwei Filets hat. Man kann aus einem lebenden Tier nichts rausschneiden. Dann stirbt das Tier auch. Ja, ja, aber man soll sich ein bewusst Filet machen. Ja, es ist ein. Für zwei Filets stirbt ein Schwein. Ach so, ja, so ist es. Hui. Man war auf jeden Abi Fall. Letzte Woche. Auf jeden Fall sollt ihr euch bewusst machen, für euer Fleisch stirbt ein Tier. Respekt, alles verwenden, was geht. Ne? Das haben wir hier mit dem Filetkopf. Also der ist nicht mehr so groß da, aber das ist der Filetkopf, den schneiden wir uns ab. Die schneidest du mal. Und dann müssen wir hier die... Schaut aus wie Hase. Ich weiß auch nicht, ja, wenn mich an Hase. Also wenn du jetzt zum Beispiel Katze, eine große Katze und Karnickel, so Karnickel, merkst du keinen Unterschied. Das ist schon eine Katze, ein Katzenfilet gesehen. Nee, aber ich habe eine geile Geschichte von einem Kumpel, du musst es später erzählen. Okay. Jetzt musst du es jetzt erzählen, weil die Zuschauer sagen so, ja, war eine geile Geschichte, aber erzähl ich später, erzähl es gleich. Tja, wenn ihr die Geschichte wissen wollt, müsst ihr dranbleiben. Oh. Ah. Alter Fernsehhase. Ich habe einen Medienkoch. Achtung, kocht über. Oh! Scheiße. Hey, das sagt man nicht. In 10 Jahren Kochshow. Ist uns das noch nie passiert? Reden wir, du, erzähl mir du deine Geschichte, genau. Ich mache mir hier Klatsch. Wir haben hier diesen Filetkopf, den trennen wir uns ab. Ich sag's nicht deiner Frau, schneid es raus. Alles gut. Wir sind live. Genau. Oh. Dann haben wir hier die Silberhaut und ein bisschen was von der Fett, vom Fett. Das gehen wir da mit der Spitze rein und gehen das rüber. Und jetzt ist wichtig, dass ihr so nah wie möglich quasi an der Fettkante, an der Fettschicht entlang schneidet. Also ihr haltet das Messer leicht schräg, nicht ins Filet schneiden, sondern weg vom Filet. Und wichtig ist, dass ihr so viel Fleisch wie möglich an dem Produkt hier lasst. Na, ihr geht hier rein, zieht das Ganze nach oben und stramm ziehen. Zieht stramm und dann könnt ihr das schön wegmachen. Wir mussten, als ich in der Schweiz noch gearbeitet habe, also ich habe mal in der Schweiz gearbeitet für eine Saison, da haben wir von diesen Teilen hier, also wenn der Sauce hier das pariert hat, dann haben wir das noch abgeschabt und gesammelt in einem großen Eimer. Das kam dann in den Froster und dann hat der Küchenchef davon eine Bolognese gekocht vom Rind. Und das war dann eben Personalessen.
Und die ganzen Häute und so weiter, was dann übrig waren, die haben wir auch gesammelt, kamen auch in den Eimer und von den ganzen Parüren, sagt man dazu, und von den ganzen Dingen haben wir von dann... Von dem Zeug da. Von dem haben wir dann einen Soßenansatz mit rein oder in die Brühe mit rein, dass wir das so eine Rinderbrühe gemacht haben. Der hat dann ewig viel, das war echt krass, also der war aus allem was gemacht. So, damit man eine schöne Form hat, schneidet man hier die Enden ab, daraus macht man sich noch einen Salat, ja, kann man schön braten. Schaut dann so Fleischsalat. Fleischsalat. Schlüffel Mayonnaise über. Kann man auch so Schweinefetzen heißt es, also Rinderfetzen gibt es ja in Bayern. Wir machen Schweinefetzen draus, panieren in Cornflakes-Panade, kurz auspacken, dann habt ihr eine tolle Sache für einen Salat oder eine Pasta-Geschichte. Das heißt also, ihr könnt euch Nudeln machen, kleinschneiden, anbraten, Bumsfalada. So. Bumsfalada, das machen wir das nächste Woche. Bumsfalada. Dann halbieren wir uns das Ganze, weil wir ja zwei Teller anrichten. Okay. Jetzt haben wir hier den Parmaschinken. Parmaschinken ist ja von Haus aus etwas salziger, deswegen darfst du jetzt nicht so viel salzen, bitte, okay? Okay, also es wird wieder das Brett gesalzen. Ja. Where is it? Is it this? This is it. This is it. This is it. So, wir salzen das Brett. Genau. Legen wir so rein. Das gibt's ja. Und dann hat er noch geflucht. Hat er fränkisch geflucht? Können wir nochmal zurückspielen? Zurückspülen. Es sind überhaupt gar keine Musikwünsche eingegangen, oder? Hat irgendjemand schon was dazu gesagt? Hey, es regnet draußen. Also, man, ihr kennt es nicht im Biergarten, sag, ihr müsst ja bei uns sein. Ihr müsst mit uns hängen hier. Wir haben nämlich halt, wir haben noch was ganz was Lustiges vorbereitet. Heute gibt es nämlich ein. Es gibt ein Gewinnspiel. Es gibt tatsächlich mal. Es gibt wirklich mal was zu gewinnen bei uns, aber wir haben es so cool verpackt und ich bin jetzt anders veranlagt wie der Salva. Ich sage jetzt gleich, um was das geht. Und zwar. Es geht um das hier. Das ist das Produkt. Ja, während der Junge jetzt hier mal so den Parmaschinken da so auslegt. Ich lege nur aufs Brett, du kannst es schön. Genau. Dieses Produkt war in der Höhle des Löwen. Haben Sie irgendeinen Deal bekommen, gell? Genau, habe ich. Und es ist ein Likörchen. Das kommt aus Straßkirchen. Das ist schön eingepackt. Es heißt Corps. Das ist vertrieben. Ich habe jetzt vertrieben. Wie in Amerika schön, in so einer, weil in Amerika darf man ja keinen Alkohol konsumieren auf der Straße. Das darf man nicht sehen. Deswegen hat Alkohol so ein Papp. Dingsbums drüber, man weiß zwar dann gleich, dass ein Pappding Alkohol, aber ist völlig wurscht, amerikanisch halt. Genau, so schaut es aus. Es ist ein Kaffee-Cola-Nuss-Likör und man kann damit recht coole Dinge machen. Es ist auch eine Gebrauchsanweisung dabei. Es schaut so aus. Und ich lese euch mal ein paar kleine Rezepte vor, damit es mir auf den Geschmack kommt. Also zum Beispiel Kops mischen, also das Ding mischen. Weißer Russe. Überzeugt. Stöfchen. White Russian? White Russian, ja. Stöfchen. Goldener Schuss mit Gewürzmilch und Honig und echten Vanille. Die torfige Tante finde ich super. Mit Orangenzeste auf Eis. Was sind Orangenzeste? Das hatten wir schon mal. Oh, jetzt überlege mal nach. Was könnte es sein? Überlege mal nach. Was könnte es sein? Hält die Nacht auf, kultiviert den Morgen. Also wenn du am Morgen so ein Ding trinkst, dann ist alles gut. Ja? Und das Ding gibt es zu gewinnen, und zwar genau diese Flasche, handsigniert vom Koch und dem Trompeter. Jawohl. Das haben wir eigentlich noch nie gemacht, gell? Das habe ich mir jetzt gerade eingefallen. Du bist handsigniert, mundgeblasene Flasche, und er hat es mit seinem Fiat hergebracht. Also es ist wirklich ein heißes Teil, ein heißes Teil. Aber ihr müsst ein bisschen was machen dafür. Und zwar, ihr müsst jetzt dieses Lied erkennen. Es ist total einfach. Es geht um eine Fernsehsendung aus Amerika. Und wir wollen... dass ihr uns einen Protagonisten dieser Fernsehsendung sagt. Ich spiele jetzt mal die Melodie, ja. Dann wisst ihr gleich, um was es geht. Aber jetzt kommt die Frage. Wir wollen einen Schauspieler, also eine Figur aus diesem Film von euch wissen. Nicht den Schauspieler, sondern den Schauspieler, die Figur. In den Film. Den Protagonisten. Also, der Typ mit der Protagonist. Genau, der Ballaballa-Typ oder der... Die mit der pitzigen Stimme. Genau. Schreibt uns drunter, wer uns was schickt. Wie gesagt, es gibt den Kopf zu gewinnen. Hier. Handsigniert, mundgeblasen von der Kopf und der kommt. Der Koch und der Trompeter. Und jetzt wird aber mal gekocht so, hier. So, jetzt wird gekocht, ja. Also, was hast du da? Jetzt habt ihr euch diesen Parmaschinken aufs Brett gelegt, okay?
Dann legen wir uns hier einfach Salbei, Basilikum, Petersilie, whatever ihr habt, legt euch da rein. Und dann nehmt ihr euch euer Schweinefilet und das wickelt jetzt mal ein, okay? Boah, das ist Fleisch im Fleischmantel, wie geil. Ja, genau. Das ist bayerisch. Ja, Fleisch im Fleischmantel. Boah, schaut euch das an. So, ich mache die zweite Schäse, mache ich jetzt auch gleich, oder? Da ist eine Folie, glaube ich, drum. Die musst du ein bisschen Müll, ist immer gut. Ja, dann sonst kriegt man es so schlecht weg, weil es sehr fein geschnitten ist, das Ganze. Ja, trotzdem, Müll ist Müll. Ja, das braucht man was, sonst kriegt man es ja schnell schlecht weg, weil es ja fein geschnitten ist. Ja, aber man kann es ja auch mit den Fingernägeln. Und zerfäckelt das. Für was hat denn der Mensch Fingernägel? Es bleibt kleben aneinander und dann zerfäckelt es das. Das gilt in der Sternenküche nicht. Zerfäckelt es das, heißt das, ist das bayerisch, ja, schon? Klar. Also. Hat eigentlich jemand jetzt schon was geschrieben? Das gibt's ja gar nicht. Nipp. No? Musst halt später nochmal anspielen. Ah, das gibt's ja gar nicht. Aber der Song ist allen klar, oder? Es geht um Police. Nö. Okay, du hast doch recht gehabt. Ah, shit. Ah, wir haben aber schon. Doch, Johannes Steinbeißer. Huckleberry. Yeah, Huckleberry! Aber Huckle? Oder was? Huckleberry. Huckleberry oder Beckel gibt's nicht. Huckleberry gibt's nicht. Huckleberry. Wie heißt der, Matthias? Johannes Steinbeißer. Johannes? Wie heißt der Johannes? Das ist nicht der Huckleberry. Ist nicht der Huckleberry, sondern der? Der? Komm, lass uns nicht hängen. Johannes. Gib dir mal ein wenig Mühe. Genau. Aber das war eigentlich auch einer von meinen Lieblingsprotagonisten, heißt es, gell? Mhm. Also du hast jetzt da quasi so hier so dieses Gemüsegedöns. Ist Kräuter Gemüse? Sind Kräuter. Pflanzen. Sind. Danke für dieses super Expertise. Sind Pflanzen. Du passt dafür auf, gell, dahin. Ja. Weil nochmal lass es da nicht durchgehen. So, du drehst jetzt das mal rein. Okay, wir haben noch mehr einen Tipp, aber von der Sandra. Sandra? Carrie Mahoney. Yeah! Sandra, baby! Sandra, wir brauchen nur den Film. Genau, den Film brauchen wir auch noch. Aber das ist jetzt überhaupt kein Problem, oder? Sandra. Carrie Mahoney, ja. Der war der Hauptdarsteller. Das war der Hauptdarsteller, Mahoney. Das Lustige ist, diese Figur gab es ja durchgehend durch alle Filme, genau. Aber der Schauspieler hat gewechselt. Immer weg, ja. Von Steve Guttenberg zu irgendwas. Ja, und so weiter. Ganz oft. Ja. Na, Olaf kam zu spät, er hat gesagt Hightower. Ah, der Hightower war geil. Das ist schon tot, Olaf, gell? Der ist schon gestorben. Der Schauspieler, ja. Hat du gesagt, der Schauspieler. Ja, kommt mal darüber. Jetzt machen wir hier in die rote Beete. Ich habe da vorhin die rote Beete aufgestellt, den rote Beetesaft. Jetzt hast du es überkocht. Da habe ich es nicht gehört. Da legen wir uns dann quasi die Tagliatelle oder Tagliarini rein, was ihr habt. Und die kochen wir uns dann ganz normal die Nudels. Und dann habt ihr nämlich schöne rote Tagliatelle und dann habt ihr schon so ein Farbenspiel auf dem Teller. Und ich drehe mal den hoch. Zack. Hallo, heute mache ich mich den Herd. Ah ja, gut, Sandra hat jetzt noch nachher gelegt mit Police Academy. Ja, yeah, Sandra, okay, you got und it. Und der Johannes ist leider zu spät, aber er hat mal einen Tackleberry. Ja, yeah, Johannes, shit. Aber du bist der Gentleman alter Schule, oder Johannes? Lass doch, bist doch cool und lass mir es doch Susanne geben, oder? Sandra, was ist halt los? Susanne, ich hab's schon probiert, den Kopf. Das sollst du ja Lied Sandra wünschen, dann können wir das nämlich auch spielen. Genau, du, wünsch dir Lied, Johannes. Was magst du denn hören? Hast du irgendwie Bock auf einen Song? Schau diesen Müll an, ich verstehe den gar nicht. Bei uns liegt Geld im Müll. Sehr witzig. Wirklich? Ja, kein Witz. Was ist es? One Cent. Also. Ein amerikanischer Cent. Okay, jetzt kennen wir die Tipps rein. Andreas Zierngiebel, Eric Lassard. Yeah! Geil. Ist das schon auch nicht so fett? Shit up. Jetzt legen wir uns die Schweinefilet hier rein und hier haben wir sowas wie eine Naht, also so die Stelle, wo sich das verbindet. Und an die Stelle legt er das zuerst. Und immer schön schauen, dass die Pfanne heiß ist. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das Einschalten. Hä? Hey, heute irgendwie voll der Herz so. Naja, sollte eigentlich brutzeln, oder, wenn du es reinlegst? Ja, das liegt an dem Produkt. Es ist ein Siemens-Herd, kein Airmans. Ja, wo waren wir vorhin gelegen? Heckleterry. Was ist denn eigentlich das Ding da oben? Johannes hat übrigens einen Ohren. Wir trinken vor Ort in Kürze mit dem Chefkoch im Wirtshaus. Oh, herrlich, sind das deine Buddies, oder wie? Ja. Hier geht nichts vorwärts. Na, irgendwie, mach mal einen Witz, komm. Komm, los, jetzt. Auf geht's. Soll ich einen Witz erzählen? Na, bitte nicht. Es geht meistens nicht. Ich hätte einen guten Witz gehört. Aber ich weiß nicht, ob der so fernsehtauglich ist, aber den finde ich gar nicht schlecht. Will Mel hat geschrieben, hab irgendwie das Gefühl, dass ich zu jung bin. Wer hat das geschrieben? Will Mel. Okay, Will Mel.
Okay, du bist zu jung. Wann war der erste Blues Brothers Film? Police Blues Academy? Brothers. 87, glaube ich. Ja. 87 war der erste. Dann habt ihr gewusst, dass in dem ersten Police Academy Film, wie heißt sie von Sex and the City? Cattrall. Kim Cattrall spielt die weibliche Hauptrolle. Damals noch, ach stimmt, Anfang 20. Eine der weiblichen Hauptrollen hat sie gespielt. Ja. Tausch halt den rote Betebottich mit dem Dings, aber jetzt geht eh was. Jetzt geht was. Also wir haben ja schon, wir legen die Naht in die heiße Pfanne, ja? In die heiße Pfanne. In die heiße Pfanne. Der Backofen ist vorgeheizt. Ich habe jetzt mal 175 Grad. Ja, steht 155 Grad, aber ist auch okay. Was habe ich gesagt? 175. Ohne Schein. Okay, ich habe jetzt 155 Grad. Das war Fahrenheit, wollte ich sagen. Ah ja, genau. Fahrenheit. Stimmt. Ah ja, kannst du das umrechnen? Genau. Das hat mich schon immer interessiert. Rechne mal um. Und hier haben wir die roten Bedenudeln, die schauen so aus. Nice. Aber ist es so für den Koch wichtig? Das war jetzt mal eine Frage, die ich gerne stelle. Weil du vorher gesagt hast, das Auge isst mit. Ist es schon wichtig für den Kunden, wenn du es einfach dufte ausschaut, muss gar nicht so Bombe schmecken, aber wenn es geil ausschaut, ist schon super. Natürlich muss es Bombe schmecken und dufte ausschauen. Okay. Aber du musst ja mal an dich selber, wenn du an dich selber denkst, wenn du essen gehst, und du hast ein graues Stück Fleisch auf dem Teller oder du hast graue Nudeln oder was auf dem Teller anstatt rote, gelbe, grüne, dann ist das doch für die Optik schon, wo du sagst, da macht es Spaß reinzubeißen, zum Beispiel. Also so sehe ich das. Ja, meine Kids mögen zum Beispiel nichts, was grün ist. Mein Bruder mag nichts, was grün ist. Ja, das ist so die Phase im Leben. Die Grünphase. Die vergeht auch wieder. Ich habe zum Beispiel gehört, das sind nicht immer die Karotten. Ja, ja. Genau. So. Okay. Ja. Ich habe mal gehört, das hat mal ein Koch zum Testen ein Menü gekocht, da war jeder Gang grün. Also alles, was am Teller war, war grün und beim fünften Gang haben sich die Ersten übergeben, weil die mit dem nichts mehr anfangen konnten. Weil es grün war. Weil es grün war, ja. Du hast jetzt halt vorher, jetzt möchte ich die Zuschauer kurz erläutern, die Dinger hier in Wasser einfach, ja, eine halbe Stunde reingelegt. In Wasser gehabt. Warmes oder kalt? Wurscht. Kaltes Wasser, aber wenn man, dann geht der Sand, der da drin ist, nach unten, dann braucht man es nur rausheben. Man kann es aber über das fließende Wasser auch abwaschen. Ich habe das nur gemacht. Das hat jetzt keine Besonderheit. Hat keine Bewandtnis, dass das jetzt irgendwie leichter abgeht, die Dinger oder sowas. Was immer ganz nice ist, wenn man da sowas hat, was nicht mehr so okay ist, einfach abmachen. Ne? Und gescheit schälen. Also das geht nochmal nett. Was denn? Und da hast du noch ein Restel dran. Also. Ich mag ja Karotten. Hast du gewusst, dass ich Karotten liebe? Also ich esse das wie andere Leute Nüsse am Abend oder sowas. Ja? Ja, ich snack Karotten. Wir haben immer ganz viel Karotten. Kleines Karnickel. Und ich snack immer, wie mir taugt es. Und was ich am allerbesten finde, ist die Kombination Karotte mit Apfelschorle, mit einer kalten Apfelschorle. Das ist im Mund, vielleicht kannst du mal was draus machen. Es gibt im Mund eine Melange. Ja gut, Apfel und Karotte ist ja eh, die mögen sich ja die zwei Produkte. Es geht schon Apfel und Karotte, so Apfel-Karottensuppe und so geht, Ingwer geht. Was ist denn da? Was denn? Krieg ich so einen Lappen? Für diesen Lappen? Echt? Wirklich? Das kann man spritzen, habe ich letztes Mal gesehen. Du bist, komm mal erstraffen. Du bist halt so auf Krawall gebürstet. What's going on? Nein. Nur weil er vorher das Ding überkocht ist. Guten Ingwerwasser, ja, mache ich, damit ich abnehme, ohne zu trainieren. Funktioniert mal semi, aber schmeckt gut. Ohne Gin. Macht man den Gin noch mit rein? Wie Alko, macht man da noch Gin rein? Hast du gerade gesagt, Frage an die Alkoholiker, hallo? Ja, an die Gang. Immer noch kein Songwunsch. Wie schaut's mit der Dominik Schell Karotten? Da würden wir gleich 3000 Songs erzählen. Aber ist keiner da. Hast du einen Songwunsch? Oder wir spielen mal für unsere Kamera. Adi, hast du einen Wunsch? Nichts zu Schweres, gell? Aber schaut mal an, wie unfassbar toll ich das Ding geschält habe. Schaut euch mal das an. Was, wie sieht das aus? Wie der Finger vom Grinch. Stimmt's? In meiner muss ich klauen! Ach Mann, der war. Der hört nicht zu. Der hört nicht zu. Der ist so abgelenkt auf, davon. Wenn man so Gags macht, ja. Er ist abgelenkt davon, die Pfanne nicht. Sein Blutsuppe schon wieder übergeht. Die Pfanne nicht zu erhitzen und die rote Bete überzukochen. So, Maestro, finito. Ja, passt, ne? Wie? Ja, warum? Was ist denn schon wieder los? Ich zeige dir. Hast du ein Messer? Ja, hab ich schon. Was ist da her? Guck mal, das ist nicht so. Ja, mein Gott. Du schneidest das mal hier ab. Dann kannst du nämlich generell durchschälen. Und dann schaust du mal, dass du diese dunklen Stellen einfach wegkriegst. Wäre das nicht geiler?
mein Freund, ein Kupferstecher. Jetzt kann man auch nett sagen. Hallo, Frage, war das nicht nett? Bitte fragt. Also Frage an die Community. Ich bin dem Opa seine Nettigkeit. Verstehst du? Ich bin der Netteste überhaupt. Du? Hast du schon gemacht? Nein. Du bist der Netteste, oder wie? Ja, ja. Ja, frag mal die Community, ja? Frag mal deine Frau. Das Ding, schaut euch mal das an, das kann man an dem noch perfekter machen. Das ist doch. Das vorne abschneiden, damit du es gescheit abschenken kannst. Ja. Tada! So, Freunde, jetzt legen wir uns zu dem Schweinefilet, was wir gebraten haben. Bisschen an, was sagst du dazu? Ein Tannenzäpfle. Das war mehr Tannenbaum, aber. Ein Tannenbaum, ein Bäumchen. Also in dem Fall eben Rosmarin. Dann haben wir hier eben diesen Cumeo-Pfeffer. Schaut so aus, habe ich mir im Amazon-Kaufhaus gekauft. Und wirklich? Hast du mal gerochen? Ein Klassenfall. Mal. Das ist geil, das ist für süß. Ja, das ist so wie so Grapefruit, oder? Ja. Grapefruit-Style. Herrlich. Den machen wir uns mit rein. Und ein bisschen was von dem tasmanischen Pfeffer, der ist etwas schärfer. Das ist ein flüssiger Pfeffer und der verbrennt dann eben nicht. Der schaut so aus, kann man sich auch im Internet bestellen. Oder beim Ralf, der hat sowas zu Hause, der freut sich. Ralf ist unser Nachbar. Du kannst anrufen, der Ralf hat auch Hühner. Ja, Ralf Jakob meint es doch. Achso. Übrigens, der Andreas Zingiebel hat noch gemeint, für einen Koch der alten Schule war das sehr nett. Und dann irgendeinen altmodischen. Danke. Irgendeinen altmodischen, so mit Klammern und Y, was ist das? So ein Analog-Smiley-Emoji-Ding. Ja, das ist ja Smiley, also Analog-Smiley, unsere zweite Weile. Nein, ich glaube, das soll. Das ist so das, warte mal. Das Köche-Freimaurerzeichen ist das. Oder? Dann machen wir mal einen Knoblauch mit rein. Oder die Second Base von der Frau, bin mir nicht so sicher. Die was? Second Base? Was ist denn die Second Base? Naja, nicht. Erklär uns das bitte mal. Nein. Ich möchte jetzt auch mal wissen. Bitte kurz erklären. Es gibt die First Base und die Second Base. Erklärst du dann später beim. Beim Football. Das hat ein. Das interessiert mich schon. Es kommt noch, wenn es ist Baseball. Base. Baseball. Second Base. Das sagt man tatsächlich im Englischen so. First Base und Second Base. Tatsächlich? Second Base, First Base. Ah. Jetzt hat's geschnackelt. Ach, das ist der Facebook-Daumen, schreibt er. Das ist der Na gut. Facebook-Daumen. Herrlich. Schweinefilet in den Ofen. Zumachen. Meine Pfanne hat Plastikgriff, ich glaube, geht bis 180 Grad raus. Wir haben nur 155. Fahrenheit. Ja. Und machen wir Zeit. Ich glaube, so eine Viertelstunde oder was wird es dauern. Dann nehmen wir mal. Sagst du mal, Viertelstunde. 12 Minuten machen wir es jetzt mal und dann schauen wir es uns mal an. Jo. Dann haben wir hinten die Nudeln, die warten dann, glaube ich, soweit. Ja, die müssen ein bisschen al dente sein. Schein. Die schauen dann so aus, weil die eben in rote Beete gekocht sind. Also man kann weiße Nudeln in rote Beete-Saft kochen. Und wenn es zu süß ist, der macht natürlich Salz dazu und ein bisschen der Brühe oder Wasser, dann könnt ihr es verdünnen. Dann sind die auch schön rot, aber haben nicht so diese Süße. Aber diese Süße passt wiederum zu dem Koriander und zu der Karotte. Ne? Die gießen wir uns ab. Und der Dominik, du warst ja arbeiten. Hast du mit der Band quasi was aufgenommen oder war das eine andere Band? Nee, mit der Band haben wir was aufgenommen, mit Dry Fiddle. Gut, wir waren im Studio, so was halt so ein Musiker macht in diesen Zeiten. Man flackt sich so hin und dann macht man neue Musik und kloppt es dann quasi so ins Aufnahmegerät ein. Und dann wird es gemischt und gemastert und dann erscheint es irgendwann bei Spotify und dann könnt ihr euch das alle hören. Oder ihr seid coole Cats und kauft so eine Platte. Weil es wird immer moderner, Langspielplatten, gehen wir wieder voll in Mode. Ja. Es gibt. Eine der größten Langspielplattenproduzenten Europas sitzen in Landshut, in Niederbayern. Und die haben jetzt halt voll den Nachschubmangel an diesem Schellack, also an diesem Rohstoff, wo die Platten draus machen. Ohne Chef. Genau, und wir machen mit Dreiviertelblut auch wieder vermehrt Platten. Die werden auch viel gekauft, weil eine Platte ein höheres Hörerlebnis bietet. Ich meine, das kennt ihr ganzen Digital Kids, kennt es nicht mehr, weil das ist Hauptsache MP3 und Spotify und geil. Und wenn Digital Natives. Dankeschön. Bitte. Dann ist das immer geil, aber so hoch ausschlagende Musik, wie klassische Musik oder sowas, also hoch, wo es viel Amplitude gibt, also laut und leise, das hört man einfach von Platte. Und ich habe jetzt letzte Woche erfahren, das habe ich auch nicht gewusst, dass die Breite
der Rille auf der Platte ausschlaggebend ist, wie viel Information da ist. Und es gibt so Platten von Künstlern von britischer Popmusik, weil in Britannien ist ja die Popmusik ein bisschen erfunden worden, Beatles und so weiter, gibt es Platten, wo auf einer Seite nur ein Song ist. Kannst du das vorstellen? Ja. Auf einer Seite läuft nur ein Song, weil die Rillen so breit sind, weil so viel Musik drauf ist, dass die Rille so breit ist, dass du bloß ein Song pro Seite brauchst. Also du brauchst quasi für ein Album mit acht, gibt es ein Album mit acht Songs, das sind acht Platten. Nein, vier Platten, weil A und B Seite. Das ist doch cool, oder? Genau, und unsere Platte mit drei Minuten, die erscheint wahrscheinlich im Herbst. So ist der Plan ungefähr. So, jetzt haben wir hier den Koriander. Ich habe da hinten... Koriander ist das. Koriandersamen, oder? Ja. Was immer so ein bisschen nach Weihnachten. Genau, gehört, Koriandersamen oder? Sind das. Weil den frischen Koriander, das ist, schmeckt wegen so seifig, da hat, da, das ist nicht jedermanns Sache einfach. Ne? Das da hinten ist einfach nur Apfelsaft. Orangensaft. O-Saft, genau, da machen wir uns ein bisschen Salz rein. Und dann tust du mal mit dem Messer hier die wenigstens so zusammendrücken, ne? Dass man die ätherischen mit Öle... Mit deinem schönen neuen Dickmesser. Das ist ein Messer, ne? Das ist halt immer noch ein Messer, das muss arbeiten. Ein Gebrauchsgegenstand. Richtig. Warum hat das da so... Warum hat das da so dann, das ist diese Santuki oder Santuko Geschichte. Ach, das geht über. Ja. Und zwar, wenn du Gemüse schneidest, dann bleibt es nicht kleben an der Messer, an Messerschneide, sondern das durch diese Rillen, das ist so eine japanische Erfindung, gleitet es besser vom Messer ab. Ja, aber dass ich überhaupt mit diesem Ding da arbeiten darf, gibst du das schon in andere Hände. In meine Hände noch viel. Trau dir da. Das war's mir. Ja. So Kurzzeitgedächtnis ist ja eh nicht so deins. Wie schon gesagt, man muss hier die Dinge da wegmachen. Das ist ja auch alles. Muss man nochmal nacharbeiten. Ja, müssen wir nacharbeiten. Ja, aber. Hast du das gesagt? Das hast du nicht gesagt. Nee. Wenn das ihr hast du Platte, nicht gesagt. Wenn ihr Platte macht, dann müsst ihr davon ausgehen, dass ihr dann einen Plattenspieler daheim habt. Noch. Wieder. Haben sie ja wieder vermehrt. Also es wird wieder viel erkaufen, sie wieder einen Plattenspieler, einfach um das schöne Erlebnis haben. Olaf, ich glaube, du hast da einen Plattenspieler daheim, gell? Du bist auch so ein Musikfuchs. Also Leute, die Musik richtig genießen, wo Musik nicht bloß ein Alltagsprodukt ist, das man bei Spotify im Monatsabo für 99 sich alle Songs der Welt reinballern kann, so wo man so hingeht und man kauft von seinem Künstler eine Platte, schaut sich das Cover an, setzt sich hin, legt es auf und dann schaut man sich das Cover an und zieht sich weißt, das rein. Du musst es dem Koch so erklären, dass quasi Spotify ist das Buffet und ja, das andere ist à la carte. Ich bin halt so, und es ist halt also das Drei-Sterne-Ding, weißt du? Und du bist halt dann, Spotify ist eher so der Mackie. Ja, okay, ja, wir haben leider nicht so viel Platz in meinem Handschuhfach, um mir da den Plattenspieler rein. Plattenspieler im Auto ist natürlich scheiße. Ja. Wir haben einen Musikwunsch, allerdings glaube ich nicht, dass du den kennst. Oh, bin gespannt. Dominik, kannst Watermelon Sugar spielen. Was, für wem das ist? Watermelon Sugar? Jonas Brothers, glaube ich, oder? Wenn's mal, sing's mal an, so die Junge. Erstens, kann ich singen? Nein. Singer, Adrian, kennst du das? Watermelon Sugar. Kennst du das? Hey Siri. Hey Siri. Aber ich kann mal kurz Spotify checken. Du checkst es, ich check das weiter. Buffet. Wir machen also hier die Karotten in den kochenden O-Saft mit rein. Wichtig ist, dass man einen Topf hat, wo die Karotten halt auch reingehen. Das ist immer ganz wichtig, wenn man die reinfeuert, dass die in dem Sud verschwinden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann einfach braucht man einen größeren Topf. Oder so. Genau. Dann geht es damit rein. Und dann machen wir uns die Koriandersamen, die angedrückt sind. Die schauen jetzt so aus. Ne? Riechen viel intensiver. Kommen damit rein. Dann, es sind ja Ingwerkarotten, sollen sie werden. Habe ich mir einen Ingwer gekauft. Ich habe immer gehört, Schälen und so weiter, Problems. Ihr nehmt euch einen Löffel. Kaffee, also einen Kaffeelöffel heißt das, oder? Teelöffel. Man sieht, was du lieber trinkst. Genau. Und schabt es einfach hier. Ach so machst du das, das ist ja schlau. Genau, weil dann ist dann die Schale weg. Mhm. Ich mach das immer mit dem Messer, aber das ist voll der Kack. Du verlierst halt viel von dem Fleisch, ne? Ja. Jetzt habe ich das Glück, dass so eine fette, schöne Ingwerknolle bekommen zu haben. Es gibt aber so kleine. Es gibt aber so kleine. Und sonst habt ihr da zu viel Fleischverlust. Deswegen geht ihr einfach so schräg mit dem Ding da ran. Und dann könnt ihr euch das schön
die Haut. Ja, dann habt ihr schön von dem Fleisch was übrig und braucht da nicht irgendwie mit Verlust da rechnen. Schneidet euch 3-4 Scheiben so viel runter. Das wäre der Himmel auf Erden, diese Ingwer für einen Schubeck. Ja, immer Schubeck-Style. Ja, immer Schubeck-Style. Die machen wir uns damit neu, dass die auch einen richtigen Ingwer-Geschmack kriegen. Was ist denn halt los mit dir? Sag mal. Vorher schon rumgespuckt. Aus Versehen. So, jetzt pass auf. Watermelon Sugar. Hast du oder? War der Wunsch. Ja? Ja, ich schau mal, ich hoffe, ich habe den richtigen Song gecheckt. Oh. Doch, das war's. War das richtig, Melli? Ja, natürlich. Ich hab das war für die Jonas Brothers, oder? Ja. Ja, sag ich mal. Das wissen wir. So. Wir sind zusammen 90 Jahre fast. Er hat gestern Geburtstag gehabt. Kind. Ja. Du warst da, wir haben gefeiert, wir zwei. Also, ja, aber nur wir zwei. Die Kamerafrau war auch da, die war auch da. Fishing for Congrats. Nein, wir haben gestern ein bisschen gefeiert, ja. Darf man ja mal. Also zu dritt. Ich sowieso nicht mal. Ich bin schon vollständig durchgeimpft. Also eben. Und ich bin genesen. So schaut's aus. Also. Ich bin Teflon. Wer bist du? Ich bin Teflon. Aber hast du... Darf man dich das fragen? Nein, sowas fragt man doch nicht. Das fragt man nicht. Man muss ja immer so ein bisschen die Illusion... Wollt ihr wissen, wie alt der Dominik geworden ist? Nein, das will keiner wissen. Komm, wie geht's jetzt weiter? Wolltest du nicht nur Nachspeise machen? Ja, wir sind ja noch nicht so weit. Doch, schau mal auf die Uhr. Ist es normal, dass die so... Ja, ist es normal, dass es so rumballert irgendwie? Ja, die muss ja weich werden, die muss ja kochen. Ja, ja. So, lustig ist erst rotes Massaker, jetzt kommt gelbes Massaker. Genau, Farbe. Es wird dann orange. Wenn man da Kurkuma mit reinmacht, dann hat man so richtig schöne gelbe Karotten mit einem Gelbschicht, dann hast du rot, grün, Fleisch. Quasi die Bundesregierung. Rot, grün, Fleisch. Rot, grün, Fleisch. Als nächstes müssen wir uns die Mascarpone würzen, ja? Die haben wir hier, so eine Mascarpone-Creme. Mascarpone ist italienisch für Frischkäse. Ist einfacher italienischer, cremiger Frischkäse. Nimmt man auch her für Tiramisu. Ja. Ich habe nämlich letzte Woche mit Dreifilbut hat jemand Pasta gemacht. Italienische Pasta mit Mascarpone und Spinat. Das war sehr, sehr lecker. Geil, ja. Oh, habe ich aber noch nie gegessen in meinem Leben. Aber es gibt anscheinend so richtigen Namen für Mascarpone-Pasta, italienisch. Genau, die heißt dann Mascarpone-Spinaci. Wow. Es hat irgendeinen lustigen anderen Titel gehabt, glaube ich, was. Okay. So. Zitronen. Magst du einen Zitronen? Der William hat noch gemeint, du sollst später die Uli grüßen. Oh yeah. Uli, ich grüße dich. Uli, du bist eh am Start, oder, mit uns? Also ich mache den Zitronenabrieb. Das ist übrigens der Zest. Das ist der Zest. Hey Mann, jetzt taut's auf. Vorher ist Kämmer, war beinahe eingeschlafen mit dem Handy in der Hand. Aber, also das ist der Zest, dankeschön. Da rein, Chef. Ja, klar. Hast du Ohrwurm? Ich hab immer bei dir, ehrlich. Also, ich wollte jetzt nicht sagen, aber jetzt haben wir dann wirklich gleich einen Überkocher. Na, das ist alles safe. Hat er vorher auch gesagt. Wenn euch sowas passiert, dass es das sein könnte, das überkocht, nehmt ihr was Metallenes, was etwas kälter ist, halt's rein. Oh, das ist geht so magic. Unten, ne? Du David Copperfield. Another life hack. Meine Oma hat mir mal erklärt, dass man, wenn man, ich weiß nicht, ob das stimmt, William, vielleicht weißt du das, wenn man da mit einer kalten Butter rundum geht, dann kocht es nie über, weil das Fett von der Butter das verhindert, dass das überkocht. Habe ich gehört. Haben wir noch nicht ausprobiert. Dann machen wir next week. Sollte man next week machen. Wir haben next week sowieso was Geiles mit euch vor. Wir haben eine schöne Idee kreiert. Reicht. Aber dazu später mehr. Später. Genau. Also das ist der Zest. Genau. Der Zest von Triest. Ein bisschen Salz. Triest ist eine geile Stadt. Ein einziger Hafen. Warst du schon mal? Ja. Eigentlich eine schöne Stadt, Altstadt ist schön, aber es hat sehr viel Hafen. Was? Pfeffer? Das ist? Flüssigen Pfeffer, ne? Komm, wenn man jetzt keinen flüssigen Pfeffer hat, kann man auch normalen Pfeffer nehmen. Ja, dann leider, dann zahlt er raus. Also, dann könnt ihr jetzt aufhören und abbrechen. Unser Konzept, dass die Leute mitkommen, völlig für einen Poppes, oder? Für einen Poppes, ja. Gut. Nee, natürlich kann man auch einen gemahlenen Pfeffer nehmen.
Der William hat gefragt, ich weiß aber nicht, auf was es bezieht. Für die Butter. Für die Butter, ja, sagt man, aber stimmt nicht. Ach so, okay, gut. Das nennt man eine Urban Legend. Super. Urban Myth. 3 Minuten verkackt für Urban nichts. Myth. Urban Legend. Myth. Legend. Myth. So, komm her! Und bring frei! Du, der Ofen redet mit uns. Urban Legend. Eine urbane Mythologie, Legende. Ich schalte mal aus, ne? Ja, so, ich schalte doch aus, mal. Wolltest du nicht nachschauen, ob es Fleisch aus wurde? Ja, ich kann aber nicht alles auf einmal machen. Ja. Okay. Dafür hast du doch deinen Handlanger. Ja, ich bin doch da. Genau, Handlanger, ich mach mal das Fleisch raus. Die Pfanne ist heiß. Aha, ist das nass, das Tuch? Nö. Okay, gut. Warum? Weil ich sagen wollte, wenn ein Tuch nass ist, ist es ziemlich schnell heiß. Ja, genau. Oh, wow, schaut euch mal das so. Hui, das schaut richtig gut aus. Ich glaube, das braucht noch ein Menü. Ich glaube auch. Brauchen wir? Ja, mach mal, schneiden wir mal rein. Schneiden wir mal rein. Darf ich das da herstellen? Ja. Ja, man sieht schon. Es ist gummiartig. Es ist noch zu weich. Ist noch zu weich? Mhm. Habe es noch mehr drin, oder? Ja. Sollst du ein Bier öffnen? Nein. Oh, Nadel. Wenn ihr wissen wollt, zu Hause bei euer Fleisch, wenn ihr was im Ganzen macht, Steak bratet oder was, und ihr wollt wissen, ob das schon einigermaßen durch ist oder noch zu roh oder whatever. Rouladennadel hat jede gute Hausfrau, auch jeder gute Hausmann daheim. Reinstechen. Bisschen warten. Raus. Unterlippe. Je heißer deine Unterlippe ist, je heißer das da ist, umso gegarter ist dein Fleisch. Das Ding ist jetzt lauwarm. Das bedeutet, wir machen nochmal 5 bis 8 Minuten rein. Okay. Und erhöhen die Temperatur nochmal um 20 Grad, bitte. Gut, also 175, wie eh am Anfang schon von dir klausuliert. Klausuliert? Das wird so ein Wort, das kennt kein Mensch. So. Das ist in dem Zusammenhang auch ultra wrong, aber ich fand es total schön. Also den Klang des Wortes. Stehe auf Sprache, also und den Klang von Sprache. So, was ihr noch sagen wollt, für das Aufgestiegen. Hat mir jetzt eigentlich schon jemand aus Nürnberg jetzt erklärt, ob die Klubber, die das geschafft haben. Was machst du denn mit den Nudeln? Entschuldigung, das haust einfach so in Butter rein, oder wie? Die schwenkst jetzt in Butter. Brühe oder Wasser kann man reinmachen, sonst kleben die zusammen. Wir haben dann aber einen Wunsch für den Trompeter. Anthony Hamilton, do you feel me? Oh Mann, geil. Das ist schwer. Kennst du das? Nee. Das ist schwierig. Ja, mach du mal das mit den Nudeln. Okay. Ja. Und pass auf den O-Saft auf. Ja, Mama. Dann haben wir also hier Butter, ein bisschen Brühe, dass das Ganze nicht verklebt. Wenn die dann fertig sind, also wenn das Schweinefleisch dann fertig ist, diese Nudeln, die brauchen ja nur so 1,5 Minuten. Wenn man die jetzt zu früh warm macht, dann werden die zu früh durch. Gatschig, sagt man. Gatschig. Gatschig und dann wäre es schade. Deswegen warten wir noch. Aber wir können es uns schon mal vorbereiten. Die Karotten, die checken wir jetzt mal ab, wo die gartechnisch liegen. Dann nehmen wir uns einfach mal eine raus. Die schauen so aus. Das kann man dann nämlich auch mit der Rouladennadel machen. Da kann man dann nämlich so reinstechen und mal näher ran. Und je leichter die reingehen, umso gegarter ist das Ding. Sie sollen jetzt aber nicht zu weich sein, ja, weil wir sind ja nicht im Altersheim. Ja, ich wollte es nicht sagen. Ich hab's gesagt, kein Problem. Ich hab's nicht gesagt. So, dann Rouladennadel. Dann haben wir das da hinten, die bleiben da hinten drin liegen. Cool, man schmeckt den Ingwer, man schmeckt den von den Ingwerkernel. Ich habe einen Rosmarin mit rein, das schaut dann so aus. Wenn ihr eine Butterflocke oder was mit rein macht oder eine Maisstärke zum Abbinden habt, dann hättet ihr auch schon sowas wie ein Sößler oder ein bisschen Sahne drauf, dann hättet ihr so eine Orangen-Ingwer-Soße. Das wäre auch ganz nett. So, jetzt komme ich. Anthony Hamilton. Ja? Hast du es kannt? Hast du es gehört? Nein, aber es ist ein geiler Song. Hast du das kennt? Nee. Geiler, es ist Motown. Wow. Ist das so ein Plattending auch? Ja, so ein Plattending, genau. Mhm. Geiler Typ, singt wie Gott. Ist das auch so Jazz-mäßig? Also du kennst den Interpreten, aber nicht den Song. Nein, ich kenne den Interpreten nicht und den Song auch nicht, aber die Art von Musik, also Motown. One, two, three, four, one. Do you feel me? Boom, boom. Do you feel me?
William Hirsch. William, geiler, gell? Du hast einen guten Musikgeschmack. Ja, du hörst noch so 50 Cent und so, Baby. Na, das ist so richtige, darf man das sagen? Ja, wir sind ja nicht bei irgendeinem Sender. Das ist so richtige Bumsmucke. Okay, dann weiß ich. Entschuldigung, jetzt ist nicht aber nein, schöne Musik. Ich habe gesagt, wir kommen einmal durch ohne Bumsen, bim bam bum. Nein. Aber why? Kurz, aber kurz Props von William. Er schreibt, ja, Mann. Ja, Mann, William. Gute Musik, gute Musik, gute Musik. So, wird jetzt angerichtet. Was war die Frage an die Regie? Genau, habt ihr von unserer Gewinnerin die Adresse irgendwas? Genau, Sandra, bitte schick uns bei Facebook, ist glaube ich auf Facebook. Schick uns deine Adresse. Haben wir? Ali? Nee, aber wir haben ihren Namen. Man kann ihr ja dann schreiben. Also sie heißt San und dann Dra mit großgeschrieben. Sandra. Wenn sie noch dran ist, vielleicht schickt sie uns mal was. Also ich sag's euch, wenn wir irgendwann mal ins Fernsehen gehen mit unserer ultra geilen Show, dann möchte ich, dass wir genau solche Behältnisse behalten. Schatz, das sowas ist doch cool, oder? Ich meine, jeder hat sowas daheim. Coole Tupperware-Dinger. Ich bin dafür, dass wir auch nur noch in die Senfglasel dringen. Was du, diese Debelei-Senfglasel mit den Figuren um. Stimmt. Ich stehe ja voll auf. Satz ja auch mit denen groß waren, oder? Doch, klar. Das ist ja schon so ein Styler-Ding. Haben wir noch so Senfglasel da? Ich glaube schon. Müssen wir beim nächsten Mal welche abkommen? Ah, haben wir nicht mehr. Und ich finde die ja so ultra-stylisch. Mega. Wir sind ja früher mit denen groß geworden, weil wir waren vier Kinder geworden und da sind ein Haufen Glasel kaputt gegangen. Gell, Julia? Und kleiner Insider. Das sind die billigsten Glasel, weil du kriegst Senf und ein Glas. Ja, das war die beste Masche, wo du sich überlegen konnten. Okay, kurzer Zwischenruf. Ja. Also der William meint, das Lied kenne ich aus dem Soundtrack von American Gangster mit Denzel Washington. Oh, okay, very stimmt. Good. Very nice. Stimmt, very nice. Ich kenne mich zwar nicht, aber ich kenne den Film. Warum durstest du das und Sandrock meint, ich schicke die Adresse. Yes, Sandra. Warum durstest du das in den so, es gibt ja als Wasser? Dessert, es ist so wie ein lauwarmes Wasser, es gibt ja als Dessert so ein Mango-Creme-Mousse und die habe ich zu Hause schon vorbereitet und die kann man in meinem Glas schichten, da kann man ein bisschen Joghurt vielleicht reinmachen, da kann man ein bisschen Schokoladeeis, Kugeleis dazu machen. Schokoladeeis, was für ein Wort. Schokoladeeis, da kam der Italiener wieder hoch. Stracciatella! Schokoladeeis. Genau, ich finde diesen Rassismus hier gar nicht mehr. Ich muss ihn hier mit Alltagsrassismus umgehen. Nein, wir feiern ja. Ich möchte mal hier sagen, gell? Das stimmt ja, aber wir feiern ja. Genau, wir stellen das dann in dieses lauwarmes Wasser rein. Ich hoffe, das reicht von der Hitze, wenn wir das nochmal nachschicken. Und dann kann man das leichter stürzen. Das ist die Idee dahinter. Ja, es reicht noch nicht. Machen wir heißes Wasser. Jetzt habe ich das Stefan Weigert schreibt, Senfgläser sind Geologen. Aber was er eigentlich schreiben wollte, Senfgläser sind geilo. Der Geologe ist super. Hey, Stefan, schön, dass du da wieder am Start bist, du alter Fermentator. Ja, da hat wieder ein Kars am Start. Oder? Ja, ja, und diesen Schinken, hat er mal gut geschickt, diesen Schinken. Nicht so tief, weil sonst wenn ich das rein tue, dann schwappt das über, dann... Ja, Mann, wein halt gleich mal. Weißt du? So, das machen wir jetzt dann nochmal neu. Es ist ein bisschen wärmer, okay. Dann warten wir ein bisschen. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal das Fleisch an. Und Sandra hat noch geschrieben, sie freut sich voll. Hey Sandra, du kriegst dein Geschenk. Ist das ein bisschen guter Stoff, weißt du? Richtig gutes Zeug. Ja, ich habe richtig lange recherchiert für das. Richtig gutes Richtig gutes Zeug. Von wem ist der Song? Deichkind. Seid ihr Deichkind-Fans? Ich bin großer Deichkind-Fan. Wackel mit dem Beat, du bewegst deine Schwanne, Deichkind, mein Kind. Das war so die nette Zeit. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Rabbi, Debbie. Und richtig gutes Zeug ist ja super. Wow, haben wir lange recherchiert. Ne? Richtig gutes Zeug. Okay, also, kannst du schon stürzen? Mal raus. Stellen wir das schon mal da rein. Gib mir wegen das so her. Okay, du ziehst es vom Rand weg ein bisschen mit den Fingern. Ah, genau. Es geht. Zieht mir das so weg. Dass solche Hände, die eigentlich so als Metzgerhände gedacht waren vom lieben Gott, sowas Filigranes machen können. Dann, wenn jetzt dann gut, filmen wir mal ihn. SD-Sister schreibt, sprichst du bitte noch weiter so? Ist es sehr sexy? Weißt du, wer das ist? Steffi Denk. Steffi Denk aus Regensburg. Hey, Steffi, du hast bestimmt einen Songwunsch. Richtig geiles Zeug. Haben wir echt lange recherchiert. Ja, richtig geiles Zeug, Mann. Das geht ganz schön ab. Der William hat irgendwann von wegen Bück dich hoch, das Art Eichensang. Wirklich? Kennst du nicht? Ah, nee, scheiße, man kennt den, muss ich gleich reinhauen bei Spotify. Bück dich hoch.
Hey, was ist an Deichkind so geil? Die machen so richtig starke Videos. Die haben so Videoproduzenten, die wirklich das Abgefahrenste vom Abgefahrenen in die Tat umsetzen. Schaut euch das Video an. YouTube, richtig gutes Zeug. Deichkind. Boah, super. So, ist Andrich Zeit? Nein. Meine Güte, Herr. Wir haben jetzt hier die Beeren. Da gibt es ja einen Beerensalat oder Beerenragout dazu. Die habe ich vorher gewaschen, ja. Dann machen wir die in eine extra Schüssel. Dann habt ihr Puderzucker. Ja klar. Ja, habt ihr Puderzucker. Wo ist mein Amaretto? Das ist Puderzucker. Kann man statt Amaretto auch Zirbenschnaps nehmen? Nein. Nach was schmecken Zirbe? Nein, Amaretto ist ja viel süßer. Aber wir haben Amaretto, glaube ich, da. Ich habe doch ein Amaretto mitgenommen. Zerfix, aber dann muss ich. Ich guck. Bist du der Scheiß nach? Sagt man das nicht, oder was? Zerfix sagt man nicht? Das ist ja. Nicht? Schätz darum? Ist Zerfix, ist das schlecht? Ja. Gotteslästerung. What? Ja. Ich überleg, weißt du wirklich nicht, wo das herkommt? Zerfix, ne? Ja, Kruzifix. Bekreuzt. Schiffst du am Gott? Jetzt gebe ich so rüber, als war die der übelst krasse Katholik. Ich der fromme Katholik. Was wir heute noch dazu machen, ist der Aufstrich, also so eine Franzbrötchencreme. Das ist so ein Melzer-Ding. Da haben wir ein paar zu Hause und haben wir gedacht, die nehmen wir jetzt mal mit. Und? Ein bisschen staubiger. Aber so. Ja. Cool. Wurde schon lange nicht mehr angefasst. Brauchst du in Zukunft nicht mehr mitbringen, haben wir selber. Okay. Ja, aber der wird ja nicht schlecht. Na, wird besser. Wirklich? Ja, na, ich weiß nicht. Okay, also das Puderzucker. Ich habe gerade gehört von unserer Predigerin hier, dass Zifix ist. Du weißt schon, wo Zifix herkommt, oder? Ja, Falle! Das ist der Jesus am Kreuz. Bei uns früher, wenn man das gesagt hat, da hast du schnell laufen müssen. Ja. Ohne Scheiß. Ja, ja. Mhm. So ist es mit Ich komme aus einer christlichen Familie. Also was muss ich mal? Misch? Ja. Mach mal Misch. Unterheben, nicht kaputt machen. Das soll der ganze Bären werden. Mamma mia, Maya und alles so. Zärtlich, zärtlich. Das riecht für Ätsche so gut. Boah, wenn sie erinnert, schade, dass es fern sehen und nicht fern riechen ist. Boah, das riecht. Oh, schade. Bombe. Der Vorführeffekt, ja. Herrlich. Ja. Ah ja. Nein, wir sind ganz nah drauf. Wir sind nah drauf. So, dann haben wir hier diesen Flieflafladen. Wow, Schatz. Schaut aus wie Flan, oder? Nennt man das Flan? Wenn jetzt eine weiße Soße macht, schaut es aus wie ein Ei. Ein Flan. Genau. So, falsches Spiegelei. Falsches Spiegelei, ja. Das wäre mal lustig. Coole Idee. Da kriegst du deinen Stern dafür, den ersten. Deinen zweiten. Meinen ersten Stern. Zweiten. Ich will keinen ersten kriegen und keinen letzten, weil ich nie einen kriege. Sag sowas niemals! Weil. Mach mal das Fleisch raus. Sag niemals nie. Hier hinstellen. So. Stefan hat irgendwann aber besser als Magifix. Ja, so wird's nichts. So wird's nichts. Stellst die Pfanne da rein in die Pfanne. Wow! Damit an eurem Tisch nichts passiert. Look at this. Das lassen wir jetzt ein bisschen entspannen. Spannen. Entspannen. Machen wir hier was von den Beeren drauf. Du bist eigentlich echt so, du bist so ein bisschen Desert King. Das muss ich schon sagen. Das fällt mir in den letzten 25 Folgen von 26 ist mir das aufgefallen, dass du so ein süßer Bazi bist. Machst du das da drauf? Ja. Du wolltest so einfach. Ein Dessert. Nein, das. Schau, zum Beispiel, wenn ich das mache, schaut es schon wieder aus wie Arsch ohne Eimer. Sechs. Arsch ohne Eimer. Der ist ja noch blöder wie Schokolade so. Arsch ohne Eimer. Ja, zum brauchst du für den Arsch brauchst du einen Eimer. Das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, das passt ihm nicht. So, dann haben wir. Ja, auch schön. Gell? Dann haben wir hier was von der Creme. Franzcreme. Das ist so Karamell-Zimt-Creme. Darf ich mich schnuppern? Darf ich mich schnuppern? Will jemand irgendwann, Salva könnte einen Stern kochen, wenn er nicht so faul wäre. Oder alles überkochen wird. Anmerkung der Redaktion. Wir machen das noch. Bevor wir sterben, machen wir das. Ich bin über 50. Ich habe noch kommen. Noch bist du bei der Hälfte. Ist jetzt eigentlich mal Andrichzeit? Nein, jetzt ist klein. Jetzt machen wir noch irgendwas von den Kokosflocken, die ja jeder zu Hause hat. Vor allem deine Frau. Die hat immer so lecker Müsli-Zeug, Krimskrams da. Ja, in unseren Krimskrams-Schüssel. Ja, sehr schön. Das ist mal das Dessert, ist right. Da passt hervorragend ein Vanilleeis dazu. Ja, dann haben wir eben hier den Nuddles. Nuddles?
Ah ja, Johannes hat gemeint, Frage, kann man den Beitrag später nochmal streamen, müssen die Kleine ins Bett bringen? Ja, kannst ja nachsehen, wird immer zu sehen sein für immer und die Ewigkeit bei Facebook und auch bei Instagram. Also egal, wo ihr seid, bringt die Kids ins Bett. Einfach könnt euch danach rein. Erstmal abschalten und dann später nachgucken. So, jetzt ist Anrichtzeit. Well, it's time for Jazz. Sandra hat nur geschrieben, Löwenzahn, gib mir nicht jetzt nochmal was. Sorry. Sandra, du ja, kriegst noch ein Autogramm mehr. Das ist so faszinierend, wie schön das immer ausschaut am Schluss. Das ist Wahnsinn. Mhm. Was tust du noch drüber? Was ist das? Also Vanilleöl? Vanilleöl? Vanilleöl. Ah, richtige. William hat nochmal geile Farben. Geile Farben, ja. Also es ist wirklich eine schöne Pinzette gehabt, der hat eine Schnecke gemacht. Aber wir müssen jetzt... Komplette Farbexplosion. Schaut euch mir das an. Hast du gut gemacht, Junge? Du auch gut sehr, gemacht. Sehr, 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 sehr nice. So, wir hoffen, euch schmeckt es. Kocht es nach. Ihr kennt es, wie gesagt, immer bei Facebook nachschauen oder bei Instagram gibt es das Video. Zutaten ist ja auch, findet ihr dort auch die Liste. Und jetzt gibt es noch einen kleinen... Was? Adi? Auf YouTube gibt es es auch. Auf YouTube gibt es es auch, genau. Wir machen nächste Woche unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Genau. Genau. Wir hören auf Ende Mai, weil dann ging es ja Olympiagarten und wir auch. Deswegen machen wir nächste Woche noch eine mega geile Special-Abschlussfolge. Ihr dürft überrascht sein, wir werden jetzt dann gleich morgen anfangen, die Ideen zu euch rauszuballern. Wir machen eine coole Outdoor-Folge mit euch, mit netten Gästen, die uns seit Anbeginn der Zeit begleiten und freuen uns jetzt schon, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich freue mich auf dich, Junge. Genau, ich auf dich und ich sage dir ciao an unsere Zuseher und Zuschauer. Ich sage ciao Kakao, vorletztes Mal.
für die erste Staffel, aber wir haben uns schon viele neue geile Sachen überlegt, aber das machen wir dann nächste Woche. Yes, okay, macht's einen schönen Abend, gell? Bitte, ciao. Ciao.